Noch einen Satz dazu vielleicht von dir, Ramon. Würdest du Meyer Burger jetzt kaufen? Also jetzt ist sie ja schon deutlich billiger. Jetzt würde es sicher alle interessieren, ja, wohin geht denn jetzt diese Korrektur und bleibt es noch einer deiner Jahresfavoriten? Ja, wir werden in diese Richtung gehen. Es bleibt zwar niemand, aber später schreibt man dann darüber. Hallo Ramon, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Hi Roland, ja, der Start war okay, ohne Weihnachtsrally. Ja gut, die Weihnachtsrally hätte im letzten Jahr stattfinden sollen, aber ich glaube, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Vielleicht zuerst mal unsere obligatorische Frage, womit hat man während den letzten Wochen, seit dem letzten Börsenespresso Geld verdient? Ja, da war der Nikkei. Überraschenderweise einer der großen Gewinner und amerikanische Aktien, Nasdaq und vor allem der Biotech-Index. Ja, Biotech war ja interessant. Darüber haben wir ja im Börsenespresso vom 23. November gesprochen, dass wir eigentlich so für die Gesundheitsaktien, wo auch Biotech dazu gehört, eine gute Börsenzukunft sehen. Ja, es waren viele Übernahmen in diesem Bereich. Interessanterweise über das ganze Jahr kaum und dann auf einmal ist gestartet und da wurden wirklich Prämien von 50-100% für kleinere Biotech-Firmen bezahlt. Also gegenüber dem Fair Value oder? Gegenüber dem Wert, das ja vorher an der Börse war. Okay. Und also man konnte da. Das ist das, was man jetzt hier sieht beim Nasdaq Biotech, 20% innerhalb von, glaube ich, 4 Wochen, 5 Wochen. Unglaublich, oder was da alles läuft. Ja. Das ist so. Aber eben nicht zu vergessen, wir haben auch noch eine Währung. Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Jetzt da beim S&P 500. Was sagst du dazu? Also wir haben jetzt ja da 17% gemacht. Wenn wir jetzt mal den Rückgang der letzten Tage nicht einkalkulieren hier seit dem Tief von Ende Oktober. Ich war damals ja an der Wall Street und habe da mit Journalisten gesprochen. Da war ja wirklich die absolute Traurigkeit. Ich habe gedacht, ich muss Antidepressiva verteilen dort und schauen wir das mal an. Ja, richtig. Ich denke, überraschend für alle. Ich meine, ein Anstieg bis zum ersten Level, ja. Aber dann, was dann noch dazu kam. Und dann, gegen Ende Jahr, war dann auf einmal gewisse Euphorie da, Weihnachtsrallye. Und die hat dann sehr, sehr früh stattgefunden. Also nach Weihnachten ging dann nicht mehr so viel. Und eben auch hier wieder nicht zu vergessen, es ist die Währung, der Dollar, der halt gegenüber dem Schweizer Franken trotzdem auch schwächer tendiert hat. Ja, das muss man ja sagen. Also hier, es geht um US-Dollar beim Dow Jones, beim S&P 500, beim Nasdaq. Es geht nicht um Punkte. Du kannst auch an der Tanksäule nicht mit Punkten bezahlen. Man bezahlt immer mit einer Währung. Und an der Börse ist es wahlweise Euro, Franken, Yen oder US-Dollar. Hier halt jetzt US-Dollar. Und interessant ist ja, wenn wir jetzt den S&P 500 anschauen im Vergleich zu Juli letzten Jahres, aktuell haben wir einen Plus von 3% und man hört eigentlich immer, es steigt und steigt. Jetzt, also wenn du das anschaust. Es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Ich meine, jetzt sehen wir auch, seit Ende Oktober steigt und steigt. Vorher fällt und fällt. Ja, genau. Und jetzt würden wir sagen, seit etwa einem Monat geht es an und für sich auch wieder seitwärts. Und trotzdem ist immer noch das Gefühl da, es steigt weiter. Also ich muss sagen, ich sehe da keinen eigentlichen Trend. Wenn ich jetzt reinschaue, es hat einfach extrem hohe Schwankungen. Und wenn ich jetzt mal so auf die nächsten Wochen ausschaue, bis zum nächsten Börsenespresso, dann glaube ich, werden wir tiefer gehen. Bist du auch gleicher Meinung? Ja, ich bin auch gleicher Meinung, dass der Markt nochmals tiefer geht. Für mich ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt da das Flag sehe, ja, wird sich der Markt darin halten? Gehen wir unten hin oder könnten wir dann trotzdem von diesen 17% halt auch wieder 10% verlieren? Das ist eigentlich die Lehre, die wir jetzt aus den letzten 14 Monaten ziehen können. Es geht irgendwie 12% runter, 15% oder 17% drauf und dann hast du wieder minus 12%. Einfach der Markt schwankt extrem, aber einen eigentlichen Trend, einen großen, kräftigen,
lang bestehenden Solidtrend gibt es nicht an der Börse, obwohl das immer wieder beschworen wird. Aber es wird ja dann beschworen, wenn es schon gestiegen ist oder eben gefallen. Und ich sehe das nicht. Jetzt, wo stehen wir beim nächsten Börsen-Espresso mit dem Amerikaner hier? Ich würde sagen 4.500. 4.500. Ja. Ich würde jetzt irgendwie ein bisschen höher, 4.650. Ja. Gut. Schauen wir, wo wir hinkommen. Schauen wir einfach so in die Mitte hier genau. Vom Spielfeld wieder zurück. Ja. Gut, Eurostox, vielleicht, dass wir Europa auch noch abdecken. Da ist ja interessant, der ist jetzt schon mehr als 4% im Minus. Wenn wir jetzt gegenüber den Höchstwerten der Weihnachtsrallye, die so ja nicht stattgefunden hat, das zurückschauen. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Stand vor 6 Monaten, sind wir auch im Minus. Das ist schon erstaunlich. Also ich meine, wenn man jetzt, denke, die Leute fragen würde, ja, wie viel hat der Eurostox zugelegt in den letzten 6, 8 Monaten, dann wäre bestimmt die Antwort 10%. Ja, also, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber eben, man vergisst halt manchmal, dass es dann wieder runtergegangen ist, wie wir vorher diskutiert haben. Und dann ist halt schon Europa der ganzen Situation wie in Deutschland. Und ja, es ist einfach nicht einfach für die Wirtschaft. Und somit, denke ich, wurde vorher der Hype einfach war zu groß. Mhm. Was man da auch eben jetzt berücksichtigen müsste eigentlich, Ramon, weil das ja keine Punkte sind, sondern Währung, eigentlich die Geldentwertung. Und wenn du jetzt siehst, minus 2% in einem halben Jahr plus Geldentwertung, dann ist es eigentlich das Minus eigentlich nicht in Punkten in dem Sinn, oder mit Euro, sondern im Wert sogar noch höher. Oder? Ja, richtig. Das darf man eben nicht vergessen, dass wir so hohe Inflation hatten. Ja. Und darum auch, dass der SMI und die Schweiz im Verhältnis weniger performt hat, ist dann für sich nicht falsch, weil die Währung einfach stärker wurde und wir haben tiefere Inflation. Das ist so. Jetzt habe ich mir heute Morgen die Mühe gemacht, mal so zurückzuschauen, was vor 12, 10 Monaten das große Thema war. Und da bin ich so auf diese Schlagzeilen hier gestoßen. Meyer Burger, geht die Sonne auf und so weiter. Es hat hinter diesen Artikeln im Internet auch immer eine Menge guter Berichte und bullischer Investoren-Statements. Auch das hier von Meyer Burger selber war das eigentlich auch hier positiv, Produktionskapazitäten erweitert und so weiter. Und den Chart, den ich dann heute Morgen im System abgerufen habe, das ist der hier, also Meyer Burger hat sich jetzt in den letzten 12 Monaten gefünftelt. Das ist etwa plus minus 20% noch vom Wert vor einem Jahr. Und diese Meldungen, die wir vorhin gesehen haben, die sind genau an diesem Zeitpunkt rausgekommen, haben den Kurs ein paar Tage noch nach oben gedrückt und dann ging es runter. Jetzt interessanterweise, ich habe die Story bereit gemacht und dann nochmals im Internet gegoogelt und dann kam noch diese Meldung heute Morgen raus, Meyer Burger geht das Geld aus. Also mein Ramon, wenn du jetzt das Zeug anschaust hier, es wirkt ja schon etwas komisch. Was macht das mit dir? Ja, ich meine, an und für sich sehen wir, die Leute waren da so heiß auf dieses ganze Solarthema. Die Deutschen, die da alles umrüsten wollen. Ja, werden die heiß geredet oder heiß? Ich glaube, das hat, ich meine, du hast den Chart vom Top, wenn du da noch weiter zurückgehen würdest. Ich meine, ich mag mich gut erinnern, Meyer Burger hat bei 9 Cent eine Kapitalerhöhung gemacht. 9 Cent, ja. Und ich meine, sie ging dann von 9 auf 65 hoch. Ich würde behaupten, die ersten 30 Cent war das so irgendwie interessiert niemand und dann auf einmal hat sich so stark erholt und sieht jetzt gut aus und dann kommen diese Kommentare und dann kommen einfach halt viele kleine Käufer rein und ich meine, es gab schon viele Warnzeichen. Ich meine, Meyer Burger hat die letzten 4 Mal jedes Mal seine Produktionsziele verpasst. Es hat wieder mehr gekostet. Es war alles in Verspätung. Und der Markt konnte sich eben dank diesen Berichten immer noch einigermaßen halten. Ja, aber wieso wird denn das in den Medien immer wieder so hochgepusht? Also es ist mir schon ein Rätsel. Ja, ich glaube, es ist einfach das, was die Leute hören wollen.
du musst als in den Medien musst du immer irgendwelche Headlines machen. Und ich meine, da war es positiv und wir machen jetzt nur noch Solar und jetzt kommt die letzte, ja, 500 Arbeitsplätze in Gefahr. Ich meine, ja, ich meine, das ist jetzt wieder eine Headline. Der Markt, wenn man den anschaut, den Chart, ich meine, der Markt sagt schon seit 3/4 Jahr an und für sich, ja, es sieht nicht mehr so gut aus. Also es geht ja runter und die Meldungen waren positiv. Also ja gut, und wenn man natürlich vor einem Jahr positiv geschrieben hat, kann man jetzt nicht hingehen, ohne selber da irgendwie im Medias Res zu gehen und kann man da jetzt nicht einfach dann sagen, es sieht nicht mehr so gut aus. Ja gut, das haben jetzt heute doch mehrere Analysten gemacht, die jetzt ihr Preisziel auch mal 50% oder 70% runtergenommen haben. Ja. Jetzt noch einen Satz dazu vielleicht von dir, Ramon. Würdest du Meyer Burger jetzt kaufen? Also jetzt ist sie ja schon deutlich billiger. Nein, ich würde sie nicht kaufen, wenn schon warten auf die Kapitalerhöhung. Ein klares Statement, würde ich sagen. Ja, Tesla, auch so eine interessante Story. Da gab es letzte Woche diese Nachricht hier. Hertz verkauft 20.000 Elektroautos. Und tauscht die gegen Benziner, das läuft ja völlig dem entgegen, was die meisten Leute jetzt erwarten oder zumindest die Politik. Ja, das ist so. Also mich hat diese Meldung auch überrascht. Und auf der anderen Seite hat man ja schon länger gesehen, Tesla bringt immer wieder die Preise runter von ihren Autos. Mhm. Und das ist ja für die Autovermieter ein großes Problem, weil der Wert des Autos, das ich jetzt schon gekauft habe, wenn ein neues dann 20% günstiger ist, verliert mein altes auch gleich viel Wert. Ja, die Abschreiber, die mussten, also Hertz hat auch einen großen Abschreiber vermeldet. Das glaube ich, ja. Und sie haben auch gesagt, die Unterhaltskosten seien höher und die Unfälle einfach, es gäbe größere Schaden mit Elektroautos. Jetzt, wenn wir uns jetzt den Kursverlauf, den Preisverlauf anschauen, also du hast ja das schon in einem Video vor einem Jahr bei uns gesagt, genau das mit den Modellen, genau, mit den Preisen, die sie immer wieder runternehmen müssen, hat ja niemanden interessiert irgendwie bis Mitte letzten Jahres. Richtig, und du hast auf der anderen Seite Tesla als einen deiner Jahresfavoriten gesehen. Ja, jetzt Dezember. Jetzt im Dezember. Darüber, ja, genau. Und gesagt, korrigiert nochmals. Jetzt sind wir in der Korrektur. Jetzt würde es sicher alle interessieren, ja, wohin geht denn jetzt diese Korrektur und bleibt es noch einer deiner Jahresfavoriten? Ja, wir haben schon einiges am Boden verloren jetzt mit Tesla. Ich schaue mir ja nicht die Stories dahinter an. Sonst, wenn man die Stories anschauen würde, dann hätte man vor einem Jahr ja Tesla auch nicht kaufen dürfen, oder? Genau. Und wir schauen uns die Preisbildungsmechanismen an am Markt. Und aufgrund von dem versuchen wir herauszufinden, ob dort demnächst mehr gekauft oder verkauft wird. Und darüber haben wir gesprochen im Dezember, das ist richtig vor 5 Wochen, dass es da jetzt zuerst mal etwas runtergehen wird. Jetzt ist es schon am Sinken. Ich glaube, es geht noch etwas weiter runter. Wichtig ist einfach, wenn man sich jetzt diese Grafik anschaut, oder, dann neigt man ja dazu, jetzt nur das Neueste zu sehen. Es geht runter und faktisch gegenüber vor 12 Monaten ist Tesla immer noch über 70% im Plus nach diesem großen Kursrückgang. Und das ist schon, das zeigt schon, dass man einfach die Relationen immer auch betrachten muss. Ist definitiv so, ja. Vielleicht, also wenn du dich dafür interessierst, für Tesla, wir haben bei InvestCA eine Expertise bereit, löst dir ein Testabo und dann kannst du die für dich auch abrufen, sowie noch viele andere. Tesla, glaube ich, ist in einer Konsolidierungsstruktur, darüber haben wir im Dezember schon gesprochen, geht jetzt vielleicht etwas unter 200 US-Dollar noch, das sagt im Augenblick der Chart, und ja, dann ist wieder freie Luft nach oben, wir werden das sehen dann. Das schauen wir weiter an, ja. Gut, jetzt bist du ja wirklich ein Fürsprecher für Arista, das war ja so ein vierten Quartal wirklich eine Hammeraktie, die haben wir gebracht. Du hast die vorgeschlagen. Genau. Ja, und jetzt erzähl mal du. Ja, ich meine, ich war da wieder an einer Konferenz, der Bader-Konferenz. Die findet jährlich Mitte Januar in Bad Ragaz statt. Ich muss sagen, immer sehr gut organisiert. Wirklich großes Kompliment an die Leute. Und da war unter anderem auch Arista. Hier haben wir den CEO, CFO. Für mich
vielleicht als Zusammenspiel das beste Management, das die Schweizer Firmen haben können. Du warst da hinter der Kamera. Ich war hinter der Kamera und habe mich mit ihnen auch dementsprechend unterhalten und gefragt, wie denn das mit dem Geschäft laufe. Und ich meine, die haben auch eine Präsentation gemacht, sind sehr, sehr zuversichtlich für ihre Ziele, die sie haben. Gut, das waren die von Meyerburger ja auch, haben wir gesehen. Das ist richtig, aber mit einem ganz großen Unterschied. Sie sind nicht auf Subventionen angewiesen, sondern sie verkaufen Brot und wir essen Brot. Und jetzt kommt 2024 mit zwei Events, Europameisterschaft im Fußball, also kommen mehr Leute nach Deutschland. Deutschland ist ihr größter Markt. Es werden auch mehr Leute Brot essen, ist relativ simpel. Und dann haben wir noch die Olympischen Spiele in Frankreich. Und in Frankreich sind sie sehr stark wachsend und haben jetzt auch noch mit der Regierung, dem Herrn Macron, einen Deal abgeschlossen, dass sie jetzt ins Élysée ihre Produkte liefern können. Also das zeigt auch, die Qualität muss schon stimmen, dass der Herr Macron da diese Produkte isst. Auch die Verbindungen, sonst würde das nicht zustande kommen. Ja, jetzt Arista, was sagen wir, wohin geht's? Ja, ich meine, wir haben den auch besprochen, Jahresfavoriten. Ich habe gesagt, Korrektur bis 1,50. Du hast dazu mal gesagt, 1,35. Jetzt die letzte Expertise ist Korrektur 1,45. Du sprichst ja von einem ABC. Wie wir beide wissen, ein C kann auch ein bisschen früher fertig sein. Das wird jetzt spannend werden. Geht es noch ein bisschen weiter runter oder nicht? Ich sehe nachher ganz klar massiv steigende Preise. Ich meine, ich habe mit dem Analysten vom Bader noch diskutiert und er hat ein Preisziel von 2,10 Franken für die nächsten 12 Monate. Für Arista. Für Arista. Aber er ist in seinen Schätzungen tiefer, als was das Management sagt. Und hinter vorgehaltener Hand sagt er, 2025, wenn die ganze Umstrukturierung abgeschlossen ist, könnte ohne weiteres ein Preis mit einer 3 davor möglich sein für den Titel. Das wäre dann eine Verdoppelung. Ich bin sehr gespannt. Ich wäre jetzt noch nicht gerade bei 3, aber 2 Franken sehe ich also dieses Jahr auch. Und auch die 2,50 sollten dann möglich sein im nächsten Jahr. Gut, also ich glaube, wir gehen jetzt noch etwas runter und wir können das ja vielleicht dann demnächst nochmal neu anschauen. Auf jeden Fall bei Investia verfolgen wir die Aktie Schritt für Schritt. Gold, Ramon, was macht das mit dir? Ja, ich meine, Gold ist wirklich ein guter Inflationshedge. Interesse von den Leuten ist definitiv da. Hast du Gold? Ich habe auch Gold, ja. In deinem Portfolio oder privat? Privat. Okay. Portfolio, nein. Ich bin auf die Aktien spezialisiert. Aber ich denke weiterhin, falls wirklich da dann der Ausbruch aus dem Fleck, das wir da schon lange sehen, kommen könnte, dann würde ich dann schon auch irgendwo mit dem Portfolio nochmals versuchen mitzuspielen. Also wir haben jetzt Diego Fasnacht, unseren Ökonomen, live aus Panama City aufgeschaltet. Mal schauen, was er zur Situation zu sagen hat. Ja, lieber Roland, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, meine Position zum Thema Gold darzustellen. Der Goldpreis hat ja im letzten Monat ein Rekordhoch erreicht. Wir haben auch festgestellt, dass der Goldpreis in den letzten Monaten gegeben dem Zinsniveau, was ja durchaus gestiegen ist, ja auf einem verhältnismäßig hohen Stand gestiegen ist oder geblieben ist, was recht außergewöhnlich ist, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte anschauen. Der Grund dafür aus meiner Sicht ganz eindeutig, dass im Jahre 2022, als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begann, hat die westlichen Staaten, das heißt die USA, Kanada, die EU-Staaten, Großbritannien und Japan, die russischen Währungsreserven de facto beschlagnahmt haben und sie nicht mehr verfügbar für die Russen gemacht haben und dementsprechend andere Staaten sich Alternativen gesucht haben zur Investition in die nationalen Staatsanleihen dieser Länder und da Gold als Lösung gefunden haben. Im Jahre 2022 wurde so viel Gold gekauft wie nie in der Geschichte. Und ja, jetzt haben wir in den letzten Wochen die Meldung bekommen von Bloomberg, dass die USA den Plan unterstützen würden, die russischen Staatsanleihen insgesamt nutzbar zu machen für andere Zwecke. Und dementsprechend könnte dies eine nachhaltige Veränderung darstellen. Ja, was bedeutet denn das konkret, wenn die USA beginnen, bei ihnen platzierte Guthaben einzuziehen?
Ja, das heißt für mich, dass die USA oder die anderen Staaten, die halt die Schuldner sind, eigentlich über das Geld, was den Russen eigentlich gehört, nun anders verfügen wollen und das beispielsweise zugunsten der Ukraine einsetzen wollen. Das wäre ein absoluter Bruch von einem, selbst in Kriegszeiten, selbst in den Weltkriegen haben Staaten untereinander ihre Schulden bedient. Doch nun zu sagen, dass man diese Schulden nutzt für andere Zwecke, ja, das ist ein absoluter Vertrauensbruch und ich denke, das wird nachhaltige Folgen auch für den Bedarf oder die Nachfrage an Gold von Staaten weltweit haben. Es müssen eigentlich auch Bitcoin, Ethereum und andere unverderbliche Rohwaren von dieser Entwicklung profitieren. Wie siehst du das? Ja, natürlich hat auch diese Entwicklung Einfluss auf andere Assetpreise. Ich glaube tatsächlich, dass Gold dort im Vordergrund steht, aus einem ganz einfachen Grund. Nationale Staaten sind, Zentralbanken sind, die hier die Akteure sind und die eine Alternative suchen zu bisherigen Währungsreserven in US-Dollar, Euro oder Yen oder britischen Pfund und dementsprechend traditionell Zentralbanken da das Gold finden. Aber es hat natürlich halt dann auch Wechselwirkungen mit anderen Assets, beispielsweise Bitcoin oder anderen Assets, die klassische Fluchtwährungen darstellen können. Und ich denke, ja, es wird auch Einfluss auf diese Assetpreise haben. Besten Dank, Diego. Schauen wir das Gold nochmals an. Diesmal ein längerer Chart, 10 Jahre. Mhm. Ich meine, wir haben gesehen, ein großer Move 2019-20 und dann Konsolidierung. Du hast ja einen Flag eingezeichnet. Mich würde vor allem interessieren von den Zuschauern, was haltet ihr vom Gold? Ist Gold Wertanlage, Spekulationsobjekt? Haltet ihr Gold? Schreibt doch was rein in die Kommentare. Das können wir dann wieder weiter verfolgen. Also ich bin eigentlich hinsichtlich der nächsten Jahre ganz zuversichtlich aufgrund dieser rot markierten Struktur. Es mag jetzt noch ein paar Monate dauern, aber ich bin mir sicher, das Gold wird da nach oben wegschießen. Ja. Und dann sehen wir die 2.500. Ja, wir werden in diese Richtung gehen. Es glaubt zwar niemand, aber später schreibt man dann darüber. Ja, richtig. Und dann wird auch wieder die Frage der Währung sein. Was macht der Dollar dagegen? Ja, das muss man natürlich immer dran denken. Es ist immer gegen US-Dollar. Und von daher, weil der US-Dollar natürlich an Wert verliert, konstant, weil einfach so viel Geld gedruckt wird, steigt das Gold natürlich schon generisch, weil einfach die Geldentwertung da ist. Und eben dagegen hilft das, aber es ist auch ein gutes, glaube ich, Spekulationsobjekt jetzt, wenn man versuchen will, sein Geld nicht nur zu halten, sondern auch zu mehren, in das Gold zu investieren, braucht aber sicher so einen Mehrjahreshorizont, auch jetzt noch. Ja. Gut, das war's, Ramon. Ich bedanke mich fürs Herkommen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Eine gute Gesundheit, viel Erfolg und wenn du den nächsten Update nicht verpassen willst, abonniere diesen Channel auf YouTube. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder.